Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Jürgen, schreibt Christian. Ich wollte dich mal fragen, warum du keine eigene Fernsehsendung hast. Du wärst ein echt guter Moderator, bitte um Antwort. In diesem Sinne begrüße ich euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio, bei 1Live und im WDR Fernsehen. Wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Daniela. Und Daniela ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Daniela. Dein Thema? Ja, und zwar, ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Sag bloß. Ja. Seit wann? Das läuft jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Einem halben Jahr? Ja. Du bist aber eigentlich Single. Oder hast du auch noch eine Beziehung nebenher? Nein, ich bin Single. Du bist Single. Wie ist es denn zu dieser Affäre mit dem verheirateten Mann gekommen? Ja, ich habe ihn durch eine Freundin kennengelernt. Mhm. Und er ist halt auch Fernfahrer. Mhm. Und, aber ja, du bist keine Fernfahrerin? Nee. Nee, du sagst, er ist auch Fernfahrer. Und drei Wochen später habe ich ihn dann halt wieder gesehen. Da haben wir uns halt auch das erste Mal geküsst. Ja. Und dann meinte er so, ja, willst du nicht mal mitkommen auf Ferntour? Habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Mhm. Ja, und seitdem geht das halt. Und du bist damit auf Ferntour gefahren? Ja. Wohin? Oh, das war nach Hannover. Von wo? Von Düsseldorf. Ja, das ist ja nicht weit. Ich dachte jetzt nach Lissabon oder irgend sowas. Nee, also jetzt schon halt deutschlandmäßig. Also jetzt nicht. Verstehe. Ausland. Also du bist mit auf Ferntour gefahren und dann ist in dem Führerhäuschen in den Pausen, hoffe ich auch, also in den Pausen, wenn, hoffe ich, dann in den Pausen ein bisschen geknutscht worden. Ja, nicht nur geknutscht. Nicht geknutscht. Da sind ja so, ich war ja noch nie in so einem Ding drin, da ist ja hinten so eine Schlafbox auch, ne? Mhm. Wo die Jungs eigentlich schlafen. Wie groß ist die eigentlich? Kann man da zu zweit auch es sich gemütlich machen? Ja, das geht. Also es ist eigentlich genauso breit und so lang wie ein normales Bett halt. Ach so. Also habt ihr es euch schön gemacht. Ja. Der Mann ist in deinem Alter oder wahrscheinlich etwas älter, ne, oder? Der wird jetzt 27. 27. Nun ist er verheiratet. Wie lange ist er schon verheiratet? 2 Jahre. Und wie siehst du das jetzt? Ist das für dich jetzt ein großes Problem oder nimmst du das so hin? Und das ist jetzt eine gute Frage. Also er hat auch halt noch eine Tochter, mhm, und es ist auch noch ein Kind unterwegs. Mhm. Mhm. Und also er und seine Frau, die streiten sich ja auch ziemlich häufig. Mhm. Das heißt, die Ehe ist nicht so in einem rosigen Zustand. Richtig. Mhm. Bist ja, du denn so drauf, dass du sagst, ich bin in den Mann, ich habe nicht nur eine Affäre mit ihm, sondern ich bin auch verliebt in den. Eigentlich würde ich mit dem gerne zusammen sein. Oder findest du dich damit ab, einfach halt die Geliebte von ihm zu sein? Nee, halt auch schon irgendwie verliebt. Mhm. Ja, und wie siehst du die Perspektive? Ja, schwierig, sage ich mal. Also, weil wir uns halt nur sehen, wenn er halt auf Ferntour fährt, wenn ich halt auch Zeit habe. Mhm. Oder halt, weiß nicht, am Wochenende oder so zwischendurch mal kurz. Wie stellt er das denn dar? Bist du denn für ihn nur so eine nette Abwechslung? Oder hat er dir auch schon seine Liebe gestanden und sind da mehr Gefühle im Spiel? Ja, hat er auch. Hat er auch schon seine Liebe gestanden. Mhm. Habt ihr denn darüber geredet, wie es weitergehen soll? Ja, so richtig noch nicht. Er sagte nur halt, also er sagt mir halt auch immer, wenn er sich mit seiner Frau streitet und worüber, und es macht ihn halt auch ziemlich fertig. Mhm. Und ich meine, er ist ja in der wirklich schwierigen Position, ne? Ja. Er geht fremd, da ist noch ein Kind unterwegs, mhm, und er lässt sich jetzt auf eine andere Frau ein. Ja. Leidet er unter großen Gewissenskonflikten? Nö. Nö. Achso, nö. Das macht er so irgendwie. Ja, ich denke mal, dass ihn halt die Streitereien, sag ich mal, die er mit, mhm, seiner Frau hat, so kalt werden lassen, sag ich mal, mhm, ihr gegenüber, dass, mhm, dass er das gar nicht mehr so wahrnimmt. Klar, aber das ist ja kein Dauerzustand, den ihr da jetzt fahrt, allgemeinsam. Mhm. Auch für dich nicht, ne? Ja, klar. Denn du wirst irgendwann auch sauer sein und wirst auch deine Ansprüche geltend machen. Nämlich, dass du mehr mit ihm zusammen sein möchtest und vermutlich eine feste Beziehung anstrebst. Mhm. Ja, klar. Das ist halt nur das Problem halt, weil er halt die Frau hat und die zwei Kinder, sag ich jetzt mal. Mhm. Und mhm.
Also, wenn der, ich meine, das ist eine schwierige Situation, für, letztendlich für dich auch. Du kannst nur für dich sagen, okay, ich mache das eine Weile mit. Mhm. Ist die Frage, wie lange du es mitmachst. Und irgendwann wirst du auch Forderungen stellen und sagen, ich möchte nicht, dass das so weiterläuft. Und dann muss er die Entscheidung treffen. Wenn er für sich sagt, die Ehe ist kaputt, auch wenn da jetzt noch ein zweites Kind kommt, dann ist er am Zug zu handeln. Ne? Und wenn es dir zu lange dauert, dann musst du halt Druck auf ihn ausüben. Leider geht das nicht anders. Ja. Ne? Gibt es gar keine andere Richtung, sich zu verhalten. Ja, klar. Ne? Wie lange willst du es noch so mitmachen? Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich sag mal so, also im Moment bin ich so verknallt, dass ich halt noch, sag ich mal, noch eine Zeit aushalte. Mhm. Na gut, dann halte noch eine Zeit aus. Und dann wirst du auch sehen, ob du wirklich sehr, ob du ihn wirklich sehr liebst und ob das über dieses Verknalltsein hinaus auch Bestand hat. Und dann musst du das schon in so eine Richtung drängen, ne, das Ganze, finde ich. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Daniela. Tschüss. Das war Daniela, unsere erste Anruferin heute. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören. Und dann machen wir 2 Wochen Osterpause und sind dann wieder im Radio und im Fernsehen in der Nacht vom 8. auf 9. April. Das schon mal jetzt als Hinweis. Und jetzt bin ich verbunden mit Rolf. Und Rolf ist 35 Jahre alt. Ich grüße ihn. Ja, hallo Domian. Hallo Rolf. Domian, ich habe ein Problem, und zwar plagt mich ein schlechtes Gewissen. Dich plagt ein schlechtes Gewissen? Ja. Ja. Warum? Ja, ich möchte gerne in den Swingerclub gehen, obwohl ich in der festen Beziehung bin. Mhm. Verheiratet? Nein. Nein. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Knapp 2 Jahre. Mhm. Hast du der Freundin davon gesagt? Ja, 21 Monate jetzt. Na gut. Hast du deiner Freundin erzählt, dass du das gerne machen möchtest? Ja. Und sie sagt nein? Ja. Definitiv nein? Ja. Warum? Ja, sie hat Angst vor eventuellen Krankheiten. Und ja, was da halt eben so alles passieren kann. Und auf Nachwirkungen, also hinterher Eifersuchtsinn und. Das ist eine schlechte Auswirkung auf eure Beziehung, auf eure Sexualität vielleicht auch hat. Das sind ihre Bedenken. Ja, sie hat da Bedenken, ich allerdings nicht. Das habe ich so verstanden jetzt, ja. Warum bist du da so scharf drauf? Warum will Rolf in den Swingerclub? Einfach mal aus Neugierde. Na ja, gut, wenn es einfach mal so aus Neugierde wäre, dann ist es auch kein Problem. Dann könnte man auch sagen, ja gut, sie will es nicht, dann tun wir es wieder zu den Akten. Ich sag mal, ich weiß ja auch nicht unbedingt, ob da was läuft. Mhm. Aber es ist, glaube ich, also wenn du das so thematisierst und deshalb auch hier anrufst und auch das Gespräch eröffnest mit der Formulierung, ich habe da ein Problem, ist das ja nicht nur so eine leichte Neugierde. Da ist doch schon ein bisschen mehr Druck bei dir hinter und größeres Interesse, oder? Ja, nun, man geht ja auch mit einem bestimmten Hintergrund dahin, ist ja schon klar. Ja. Und ich will darauf hinaus, wie stark dein Interesse ist. Ja, ja, ist schon richtig. Also ist es stark, das Interesse? Sehr stark? Ja, ich plage mich da also schon länger mit dem Gedanken. Aha. Wie ist denn der Sex mit deiner Frau, mit deiner Freundin? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Warum willst du denn unbedingt dahin? Was suchst du denn da dann auch noch? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Das will ich ja eben rausfinden. Ja, denk doch mal drüber nach. Wenn man neugierig ist, kann man doch auch sagen, ich bin interessiert eventuell an dem oder an dem oder an dem. Ja, vielleicht einfach mal eine Abwechslung. Mhm. Darf ich jetzt einfach machen. Aber das bedeutet nicht, dass das, um es nochmal klarzustellen, dass es zu eintönig ist mit deiner Frau. Nein. Das nicht. Mhm. Tja, wie lange denkst du denn darüber schon nach? Wenn ihr seit 2 Jahren erst zusammen, ist auch noch nicht so ganz lange. Oh, so 3 Monate. 3 Monate. Wie bist du drauf gekommen? So durch Berichte im Fernsehen oder? Ja, Kollegen. Kollegen. Und was erzählen die so? Was geht in diesem Sündenfuhl so ab? Ja, jetzt hat hier ein neuer aufgemacht, sag ich mal, und da waren mal 2 Kollegen von mir drin. Und die haben dick aufgeschnitten, was da abgeht? Ja, so ungefähr. Was haben die denn erzählt? Ja, was haben die erzählt? Also, dass da also partymäßig was abgeht. Mhm. Ja, und dann je nachdem, ja gut, also ich sag mal jetzt nicht bordellmäßig, sondern halt clubmäßig. Mhm. So, Rolf, deine Freundin, mit der du 2 Jahre zusammen bist, mit der du guten Sex hast und die du liebst, ist das so? Ja. Die du sehr liebst? Ja. Möchte das nicht. Ja. Und ganz klar,
möchte sie das nicht. Sie, ja. Ne, da gibt es kein Hin und Her oder eventuell und ja. Und du möchtest es. Ja. Dann finde ich, dass du dich nach deiner Frau und deiner Freundin richten solltest. Meinst du? Ja, was willst du denn machen? Du kannst ja nicht heimlich dahin gehen. Ich meine, du kannst es machen, aber dann riskierst du natürlich die Vertrauensverbindung zwischen dir und deiner Freundin. Mhm. Und die Beziehung ist in Ordnung zwischen euch beiden, der Sex ist in Ordnung. Weißt du, wenn du mir jetzt gesagt hättest, nee, der Sex, ach, das ist alles nicht mehr so richtig zwischen uns beiden und ich brauche mal was Neues und so, dann hätte man ja auf einer ganz anderen Ebene noch reden können. Aber so ist alles im Prinzip im Lack, was du erzählt hast. Nur du hast so eine Neugier. Die Jungs haben dich scharf gemacht drauf. Vergiss es, deine Freundin will es nicht und riskiere nicht deine Beziehung und die Verbindung zu deiner Frau deshalb. Ja, und wie wäre das, wenn sie da gar nichts von erfährt? Tja, dann belügst und betrügst du sie. Ist das vielleicht ein Weg? Wäre nicht der richtige, oder? Nee, finde ich auch nicht. Wacht's mal ab, ihr seid erst 2 Jahre zusammen. Vielleicht denkt sie in 4 Jahren ganz anders, wenn du ihr so ein bisschen langweilig geworden bist. Und vielleicht sagt sie dann, ja, können wir mal machen. Ja. Also jetzt würde ich ganz klar sagen, nein, auf keinen Fall. Finger von das. Ja, eindeutig, Rolf. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Jetzt als nächstes bin ich verbunden. Mit Nicole, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nicole. Es geht darum, dass ich nicht loslassen kann. Wen und was? Männer. Männer? Männer. So eine bist du. Ja, nicht ganz so schlimm. Es geht nicht ja darum, dass ich mich ja verliebe in die und die mich dann im Endeffekt nicht haben wollen. Gibt es denn im Moment eine aktuelle Situation, die du uns vielleicht erzählen könntest? Ja, gibt's. Erzähl. Ich habe vor einem Dreivierteljahr jemanden kennengelernt im Chat. Mhm. Wir haben telefoniert, wir haben uns E-Mails geschrieben. Letztendlich hat er sich dann getrennt von seiner Freundin, mhm. wegen mir. Mhm. Ja, ich bin hingefahren, wir haben uns gesehen. Moment, stopp. Der hat sich von seiner Freundin getrennt, obwohl ja. ihr euch noch gar nicht gesehen habt? Genau. Nur wegen Chat und E-Mails? Ja. Das ist ja nur auch ein Hammer. Also sie war tierisch eifersüchtig. Ich habe 250 Kilometer weiter weg gewohnt. Mhm. Und ja, letztendlich war die Eifersucht so groß, dass sie sich getrennt hat. Mhm. 2 Tage später bin ich hochgefahren. Mhm. Und wir haben uns gesehen, wir haben uns ineinander verliebt und waren dann 3 oder 4 Monate zusammen ja. und haben dann gemerkt, dass es nicht mehr geht, weil ich in der Zwischenzeit dann auch umgezogen bin. Mhm. Und dann waren die Kilometerzahl 600 Kilometer und ja. Achso, dann lag es an der Entfernung, nicht an den Gefühlen, oder wie? Ja, es muss an den Gefühlen gelegen haben. Bei ihm an den Gefühlen, bei mir an der Kilometerzahl. Er hat immer gesagt, er liebt mich nicht, er will mich nicht. Ach so. Und ich bin halt immer wieder hochgefahren, hab... Mhm. versucht, dann noch irgendwas rauszumachen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Und die 600 Kilometer waren für dich dann egal? Ja, natürlich. Die wären für dich egal gewesen, wenn es eine große Liebe gewesen wäre? Hätte sein können, ja. Hätte sein können, so. Ja. Ja, und? Ja, und jetzt bin ich momentan auf dem Status, dass ich nicht mehr anrufe. Wir haben ein Dreivierteljahr lang jeden Abend miteinander telefoniert. Mhm. Und jetzt hat er eine Möglichkeit, eine neue Freundin zu kriegen. Mhm. Er hat mir das auch gesagt, weil wir auch befreundet sind eigentlich. Und mhm. Ja, das hat mir so weh getan, dass ich endlich mal gesagt habe, jetzt bin ich konsequent und ich rufe ihn nicht mehr an. Mhm. Wann hast du ihm das gesagt? Vor 1,5 Wochen. Ich dachte vor 1,5 Stunden. Nein. Vor anderthalb Wochen. Das hast du auch ausgehalten bisher? Bislang, ja. Das war nicht immer so. Also ich hatte es 4 Jahre lang so etwas, dass ich nicht loslassen konnte. Mhm. Das war so ein Kerl, der hatte eine Freundin neben mir und hat halt mit mir eine Affäre gehabt. Mhm. Und das ist halt der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt sage, sowas will ich nicht nochmal haben. Mhm. Dass ich das 4 Jahre lang oder vielleicht sogar noch länger... 4 Jahre hast du geklammert, kann man sagen. Ja, genau. Mhm. 4 Jahre lang. Ist denn in diesen 4 Jahren noch irgendetwas mal ab und zu gelaufen oder gar nichts mehr? Und ja, immer. Immer? Immer. Mhm. Was in Abständen von 2, 3 Wochen war er bei mir, ich war bei ihm. Mhm. Ja, aber es war klar, dass er dich nicht wirklich als Freundin haben will. Ja, das war klar. Das und, war immer klar. Und dennoch hast du dir Hoffnung gemacht und... Ich war verliebt. Und hast nicht loslassen können, weil du immer gedacht hast, na, vielleicht klappt es doch noch. Genau. So ist es. Genau. Ist das denn so dramatisch in diesem Fall jetzt auch, in dem neuesten Fall? Es geht. Ich lerne. Mhm. Ich lerne, weil es tut mir einfach nicht gut. Also ich meine, das ist immer der allererste große Schritt, dass man so ein, dass man so eine Verhaltensweise für sich selbst erstmal problematisiert und dass die einem klar wird. Ne? Ich, ja. ich klammer oder ich kann nicht loslassen. Und dann ist das, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch, ein ganz mühsames
trainieren vielleicht, sich das abzutrainieren. Ja. Und da ist jeder Tag ein kleiner Sieg, wenn man da nicht angerufen hat, ne? Wie in deinem Fall jetzt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Ich habe hier meine Mitbewohnerin momentan, die unterstützt mich. Die sagt immer so, nein, anderthalb Wochen, du schaffst es nochmal anderthalb Wochen. Wenn ich die nicht hätte, glaube ich, dann hätte ich schon längst wieder angefangen. Ja, aber es ist doch gut, wenn so Freunde oder Bekannte einem so ein bisschen unter den Arm greifen, ja, und einem dabei helfen, sich selbst etwas auszutricksen. Ne? Ja. Gut ist ja, dass du weit auseinander wohnst, also weit weg wohnst von ihm, dass ihr weit auseinander wohnt. Ja. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, du nimmst dir immer so anderthalb Wochen vor. Anderthalb Wochen geschafft, jetzt noch anderthalb Wochen drauf. Ja, ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das sind so Millimeterschritte, um sich selbst da in den Griff zu kriegen. Und ich wünsche alles Gute, dass du es schaffst. Dankeschön. Nicole, auf bald. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich hier den Alex und Alex ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, ja. Ist der Alex. Alex. Ich sah neulich deine Sendung übers Sterben. Ja. Und wollte anderen Menschen Mut machen, dass es weitergeht halt. Und zwar mit meinem Thema Jenseitskontakt, weil es Möglichkeiten gibt, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und kannst du das? Ja, ich kann das. Das kann aber jeder. Jeder, der einen Sinn dafür hat oder jeder, der... Also jeder, der einen Sinn dafür hat oder kann es jeder? Das kann also wirklich jeder. Ich kann das nicht. Du könntest das auch, wenn du... Wie könnte ich das denn? Und zwar funktioniert das halt so, dass die Jenseitigen, die brauchen Möglichkeiten, um uns, die Stimmen, ich fange mal ganz von vorne an. Also ich mache das so, indem ich einen Radiosender einstelle, und zwar läuft das dann auf Mittelwelle. Dort gibt es verschiedene Frequenzen, die man anwählen kann. Da, wo es so richtig schön rauscht. Richtig, ja. Genau. Wo halt zum Beispiel auch manchmal zwei verschiedene Sender in einem so sind. Ja, genau. Und wichtig ist es halt, dass es keine deutschsprachigen Sender sind, damit man es einfach hat, dass man das raushören kann. Die Stimmen, die uns mitgeteilt werden. Also meinst du, dass man die nicht so verstehen kann? Die sind halt nicht sehr deutlich in dem Sinne, weil das Rauschen halt dazwischen ist. Gut, aber das können dann nur irgendwelche Stimmen von fernen, fremden Radiosendern sein. Nein, eben nicht. Wer weißt du das? Weil ich die Stimme in dem Sinne wiedererkannt habe, weil es Menschen sind. In dem Rauschen erkennst du die wieder? Ja, das würden viele auch. Also man muss, wie gesagt, auch oft hinhören und man muss es halt auch immer wieder abhören. Wie haben sich denn die Verstorbenen bemerkbar gemacht, als es noch kein Radio gab? Es soll auch Möglichkeiten geben, dass man das ohne Radio machen kann. Mhm. Nur brauchen die Verstorbenen Möglichkeiten, um diese Stimmen umzuwandeln. Also ich kann das schlecht beschreiben. Die brauchen halt sehr viel Energie wohl, um das, Stimmen entstehen zu lassen. Also du sitzt abends vor deinem, oder auch tags, vor deinem kleinen Transistorradio? Ich schließe meine Anlage am Computer an, weil es mit dem Computer viel einfacher ist. Es kann auch eine Anlage sein. Du gehst in die Mittelwelle rein und hörst seltsame Stimmen. Nein, ich kann ja mal beschreiben, wie ich es mache. Ich nehme also meine Anlage, schließe ja mal einen Computer an, dann stelle ich einen Radiosender auf Mittelwelle ein. Mhm. Ich benutze die Frequenz 1485. Mhm. Dann zeichne ich das Ganze auf. Also bedeutet, ich zeichne das, also ich drücke auf Aufnahme. Dazu muss ein Mikrofon angeschlossen werden an die Anlage. Ich stelle diesen Radiosender auf minimalste Lautstärke. Und versuche einfach einen Kontakt aufzunehmen, indem ich mich zum Beispiel vorstelle, ich bin der Alex aus Peine zum Beispiel und möchte euch herzlich grüßen. Und so. Dann, aber die sprechen eine andere Sprache. Wie weißt du, dass du eine Antwort bekommst? Eine andere Sprache sprechen sie nicht. Sie benutzen, also sie sprechen genauso wie ich und du. Aber sie sprechen nicht Deutsch? Doch. Doch, dann plötzlich das ja. Das ist ja das Interessante daran. Mhm. Wenn ich einen Radiosender einstelle, der ausländische Sprache, also wo ausländische Sprache läuft, daran erkenne ich ja dann, wenn ich jetzt Antworten bekomme auf meine Fragen. Du erkennst es dann daran, dass die dann, obwohl das ein Deutsch, ausländischer Sender ist oder auch kein Sender, was auch immer es sein mag, aber erst wenn dann eine deutsche Antwort kommt, meinst du? Nein, ich sag mal, das hat ja auch einen Sinn. Wenn ich jetzt eine Frage stelle und ich bekomme beim Abhören eine Mitteilung und wenn ich mir das dann anhöre und ich kann das mit meiner Frage vergleichen und das hat einen Sinn, dann ist das für mich eine Antwort. Also nochmal, du hörst Stimmen, die eine andere Sprache sprechen. Nein, keine andere Sprache. Doch, hast du gerade gesagt. Erstmal. Ja, natürlich, da hast du recht. Erstmal, ne?
So, und dann sprichst du mit einem Mikrofon diese Stimmen an und fragst die irgendetwas. Die Stimmen spreche ich nicht an, also ich spreche schon die Jenseitigen an. Du sprichst die Jenseitigen an. Ich rufe zum Beispiel auch Personen, mit denen ich Kontakt aufnehmen möchte. Und okay. Das ist zum Beispiel bei mir meine Oma, die verstorben ist. Okay, und dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum oder vielleicht sogar relativ schnell hörst du im Radio, da wo vorher die Stimmen mit der die fremdsprachigen Stimmen waren, hörst du eine deutsche Antwort. Richtig. Aha. Und zwar funktioniert das Ganze, ich höre es ja in dem Sinne nicht, wenn ich die Einspielung mache, das nennt man Einspielung. Ich nehme mir zum Beispiel 5 Minuten, stelle meine Fragen und beende das dann halt, indem ich mich verabschiede. Und dann kommt ja erst die Arbeit für mich in dem Sinne. Ich höre mir das halt Stück für Stück an. Achso, du nimmst das alles auf, ne? Ich nehme das Ganze auf, dann speichere ich mir das erstmal ab und dann habe ich das ja für mich und dann kann ich mir das anhören. Und du nimmst auch deine Fragen auf, ne? Die höre ich dann auch mit. Mhm. Und meistens ist es so, also die Verstorbenen können auch, sie können die Fragen beantworten, bevor ich sie gestellt habe. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt, ich habe meine Oma gerufen und sie hat vorher schon mir geantwortet. Ich habe zum Beispiel gefragt, hallo Oma, geht's dir gut? Mhm. Und davor kam dann schon, mir geht's gut, wo ich jetzt hier bin. Mhm. Ne? Also die können schon antworten. Weißt du, Alex, ich kenne diese Geschichten, ich glaube das nicht. Ich finde es Hokus Pokus. Also ich glaube, wenn es eine Jenseitigkeit gibt, müssen die bestimmt nicht die Mittelwellenfrequenz unseres Transistorradios benutzen, um sich in irgendeiner Weise uns verständlich zu machen. Das, wenn, dann konnten sie das früher auch nicht oder sie können das bei Naturvölkern nicht. Oder wie auch immer. Ich glaube es nicht. Es gibt so viele Untersuchungen über dieses Phänomen und soweit ich gelesen habe, sind die alle, aber wirklich alle, als Humbug enttarnt worden. Das, es gibt sicherlich Menschen, die da skeptisch reagieren. Mhm. Es gibt eine Seite im Internet, das ist vtf.de. Das ist eine Seite, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen das in dem Sinne nahezubringen oder auch Beweise dafür zu liefern, wobei das natürlich ausbleibt. Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Es ist so gewesen, dass eine Bekannte aus unserer Familie, die hat ihren Sohn verloren durch einen Motorradunfall. Mhm. Sie ist darüber nicht hinweggekommen, bis sie irgendwie mitgekriegt hat, ich weiß nicht wie, dass es da Möglichkeiten gibt, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Mhm. Sie hat dann eine Schulung gemacht, die es da irgendwie speziell gibt, wo sie das dann gelernt hat. Und dann hat sie uns das in dem Sinne erklärt und wir haben gesagt, hey, die ist doch verrückt, sowas gibt's gar nicht und so. Bis wir das selber ausprobiert haben und bis ich dann auch wirklich sagen konnte, hey, das geht wirklich, weil ich meine Oma gehört habe, die im Altenheim gelebt hat, die verstorben ist und meine Mutter ist hingefahren, hat ihre Sachen dort abgeholt, wie man das so macht und sie hat nicht reingeguckt und gar nichts, sie hat es einfach in Altkleidersammlung geschmissen und als wir diese Einspielungen gemacht haben, hat sie meine Oma gerufen. Das Erste, was kam, war meine Sachen, die hast du alle weggeschmissen. Das war so wirklich deutlich. Darüber machen sich die Leute im Jenseits Gedanken, wo die Sachen landen. Ich sag mal, es ist ja auch in dem Sinne, also ich kann für mich nur sagen, es ist für mich was Schönes, weil ich kann wirklich für mich sagen, es geht weiter. Mhm. Ne? Bedeutet, wenn gut, das ist einen persönlichen Trost vermittelt, das ist mir schon völlig klar, wenn man daran glaubt. Aber dem eine Objektivität zuzuordnen, fällt mir nicht nur schwer, sondern ich bin dazu überhaupt nicht in der Lage. Ich glaube es nicht. Also ich finde auch, dass es Menschen helfen kann, wenn sie trauern, dass es einfach ist, die Trauer in dem Sinne zu verarbeiten. Wenn ich weiß, hey, die Person, die ich verloren habe, die ist noch da. Ne? Mhm. Und ich kann dir ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel eins, meine Oma, die ja verstorben ist, das ist meine andere Oma allerdings, die ist, meine Mutter, die ist, also meine Oma war Alkoholikerin und meine Mutter ist ungern zu ihr hingegangen. Dann ins Altenheim, sie hatte einen Schlaganfall, konnte auch nicht mehr reden. Ja. Die ist dann auch verstorben. Und meine Mutter war halt ziemlich geknickt, weil sie da lange Zeit nicht hingegangen ist. Ne, weil sie da nicht hingegangen ist, hat sich halt auch Vorwürfe gemacht. Und ich habe dann diese Einspielung gemacht, habe meine Oma auch gerufen. Und dann kam dann halt ein ziemlich langer Satz, was auch selten ist, dass halt so viel hintereinander ist. Und dann kam dann halt Monika, meine Mutter heißt Monika, sieht ganz traurig aus. Mhm. Sollen wir das wegmachen? Ja. Das ist genauso, wie sie das gesagt hat. Das ist halt ein bisschen, kann ich nicht beschreiben. Was erzählen die Leute dir denn aus dem Jenseits? Wie sieht's denn da aus? Ich habe jetzt hier meinen Computer gerade an und ich kann dir so ein paar Sätze sagen, die ich mir so aufgeschrieben habe und auch gespeichert habe. Ich hätte dir auch gerne was vorgespielt, aber es wird mir nicht verstehen. Ja, es wird mir nicht verstehen und das ist auch kein Beweis. Sag's einfach mal so. Okay, Oma ist tot, aber sie ist bald wieder da, nur dass du es weißt. Rainer wird kommen. Rainer war mein Opa.
Mhm. Er ist auch schon tot. Mhm. Zum Beispiel hatte ich einen Satz, Pull Moll, wir gönnen's dir. Und das Lustige daran ist, dass ich einen Tag vorher mit einer Freundin von mir, die haben mir so einen Spielabend gemacht und da haben wir, hatten wir so einen Pull Moll angeboten. Und mhm. am nächsten Tag hatte ich da irgendwie Pull Moll, wir gönnen's dir. Das mhm. ist einfach nur mhm. ein bisschen... Also es sind ja keine sehr, sehr spezifischen Informationen über das Jenseits. Was ist eigentlich Jenseits? Nicht. Was ist tot? Warum ist tot? Warum ist Leben? Das sind ja Fragen, die nicht beantwortet werden. Ich habe auch nicht danach gefragt. Ich habe einfach so eine Einspielung halt gemacht, um mit meiner Oma in Kontakt zu kommen. Also ich will dir den Glauben daran nicht nehmen. Es hat sicher eine Funktion. Du wirst mir aber zubilligen, dass ich skeptisch bin. Und natürlich. Aber du obwohl du weißt, wenn du die Sendung ab und zu verfolgst, dass ich für diese Bereiche sehr offen bin und auch weiß, dass es ja einiges gibt. Aber mit diesem, mit der Mittelwelle und mit dem Radio und dem Rauschen, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn du möchtest, Domian, probier's einfach mal. Du findest Informationen auf dem Internet etc. Ja. Versuch's einfach mal. Ja. Vielleicht... Gut, ich kann es ja mal machen. Nachher, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich mal vor der Mittelwellen, vor das Mittelwellenrauschen. Und wenn es vielleicht irgendwelche Leute da draußen gibt, die sich dafür interessieren, die können gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, so machen wir das. Alex, mach's gut. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Es gibt so viel in dem Bereich, und das ist ja auch Thema gewesen vorige Woche hier bei uns, wo man nicht, es gibt einfach viel Humbug und es ist so schwer, das voneinander zu trennen und also für meinen Geschmack erscheint halt sehr vieles als Humbug und nur sehr weniges als ernst zu nehmen. Ich frage meine Regie, wie es weitergeht mit Matthias. Und Matthias ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Matthias, guten Morgen. Dein Thema. Ja. Und zwar habe ich ein Problem mit meiner Freundin. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ich einerseits die Vermutung habe, dass sie eventuell doch was mit ihrem besten Busenfreund hat. Mhm. Oder aber, dass das AIDS-Problem, was sie geäußert hat zu Beginn unserer Beziehung, was ich sehr fair fand, doch noch eine Rolle spielt. Wie das AIDS-Problem? Ja, was heißt AIDS-Problem? Und zwar, dass sie halt vielleicht doch HIV-positiv ist. Wie lange seid ihr zusammen? 3 Monate. 3 Monate erst. Ja. Das ist ja nur eine komische... Geschichte, dass sie vielleicht HIV-positiv ist. Ja, jetzt ist was ist das für eine Andeutung? Ja, und zwar hatten wir zusammen einen AIDS-Test gemacht, oder einen HIV-Test, so, muss man differenzieren. Und zwar hatte sie dann gesagt, dass der negativ war. Das ist für uns erstmal positiv gewesen, aber ja, jetzt mache ich mir doch Gedanken. Einerseits, weil sie halt mit diesem Freund halt zusammen in einem Bett schläft. Moment, jetzt lassen wir erstmal das eine mit dem Freund raus. Der Test war negativ. Den solltet ihr vielleicht später auch nochmal machen. Ihr seid jetzt drei Monate zusammen. Aber egal. Sie war im Ausland gewesen. Hat sie denn irgendeine Andeutung gemacht, dass sie HIV-positiv sein könnte? Zwar, oder wie? Ja, und zwar war sie halt etwas länger im Ausland. Mhm. Und ja, hat dort mit jemandem halt auch geschlafen. Mhm. Wann war das? Oh, das muss letztes Jahr irgendwann gewesen sein, im Sommer. Ja. Und? Und ja, und das könnte halt sein. Ja, aber ihr habt doch jetzt den Test gemacht. Dann okay, wäre das doch nun rausgekommen. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, ob das jetzt so stimmt, weil ja. Das wie, du sagst immer zu ja und... Hast du den Test denn gesehen? Gesehen habe ich ihn nicht. Also du im Klartext, du glaubst deine Freundin nicht? Ja, und zwar liegt das daran, dass wenn wir halt miteinander schlafen oder beziehungsweise Sex miteinander haben, dass sie halt ja, sich halt befriedigt mit mir, ohne dass wir Geschlechtsverkehr haben. Und ja, dass sie dann halt wie soll ich das sagen? Ja, also es kommt dann halt nicht zum Geschlechtsverkehr und sie ist auch die zweite Frau, mit der ich überhaupt schlafe und ja, das macht mich alles irgendwie ziemlich konfus. Was, jetzt erzähl mir mal die deine Bedenken mit diesem Freund. Was ist mit diesem Freund los? Ja, also ich erkläre mir ihr Verhalten nur so, dass es einerseits mit dem HIV zu tun haben kann und andererseits vielleicht mit diesem Busenfreund. Mit dem sie in einem Bett manchmal schläft? Ja. Aber sie sagt zu dir, dass da gar nichts läuft, dass das ein guter Freund ist von ihr? Ja.
Mit dem sie lange befreundet ist? Ja, 10 Jahre. Ist der heterosexuell oder ist der schwul? Der ist hetero. Das war aber jetzt nicht so eine spontane Antwort. Du wolltest erst, der ist hetero. Ja, also der ist wohl hetero, weil er auch eifersüchtig ist auf mich. Matthias, was erzählst du mir da für Sachen? Ich weiß doch nicht, ob deine Freundin dich belügt. Nein, das nicht, aber ja, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich das herausfinden soll. Ja, aber redet ihr beiden denn nicht darüber? Hast du ihr das denn nicht gesagt, dass du da misstrauisch bist oder dass dir das alles ein bisschen seltsam vorkommt, dass ihr nicht miteinander richtig schlaft? Ja, das kann ja vielleicht auch an mir liegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drangehen soll. Also du meinst, weil das auch erst die zweite Frau ist, mit der du schläfst? Ja. Wirklich auch das, du hattest vorher eine Beziehung? Ja. Oder hast du erst vorher erst einmal mit einer Frau geschlafen? Ja. Wie ja? Eine Beziehung oder hast du nur einmal mit einer Frau geschlafen? Also ich habe vorher eine Beziehung gehabt mit einer verheirateten Frau. Achso, und die lief eine gewisse Zeit? Die lief eine gewisse Zeit und ich wusste halt nicht, dass sie verheiratet ist. Okay. Also sind jetzt deine Überlegungen, dass es vielleicht an dir liegt, dass du dich irgendwie ein bisschen komisch anstellst beim Sex, dass sie nicht so richtig auf dich einsteigt? Das kann natürlich auch sein. Könnte sein. Andererseits machst du dir Gedanken, vielleicht liegt es auch an ihr, weil sie dich nicht infizieren will, wenn sie es denn hätte, was ja nun sehr fraglich ist. Genau. So, und das andere Problem, das sind jetzt mehrere Probleme, ne, die sich da anballen, ist deine Eifersucht oder dein nicht einordnen können, was ist diese Beziehung da zu diesem Freund, zu dem besten Freund. Ja. So, ich finde, man drei Monate zusammen ist man ja noch in einer großen Verliebtheitsphase. Ja. Bist du das? Ja. Ist sie das auch, deiner Auffassung nach? Ja, das weiß ich nicht genau. Also. Ja, dann fragst sie doch mal, Mensch. Ja, das habe ich schon getan. Und was sagt sie dann? Ja, das ist alles irgendwie sehr schwammig, was sie so rüberbringt. Mhm. Ja, ich kann mich da nicht so richtig äußern und ich habe da so meine Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Also dann finde ich, solltest du ihr schon klar machen, Matthias, dass das mit Schwammigkeit nicht läuft. Und dass dich das sehr irritiert alles. Vielleicht ist es völlig an den Haaren herbeigezogen mit der HIV, mit dem HIV-Verdacht. Kann ja sein. Aber dich beunruhigt das nun mal, dann muss man das auch ernst nehmen. Ja. Sag es ihr und erkläre es ihr so, wie du es mir erklärt hast. Dass du dir da keinen Reim drauf machen kannst. Dann soll sie soll sagen, wenn es an dir liegt. Und wenn da irgendetwas im Busch ist, soll sie es dir klar sagen. Sonst kannst du damit nicht umgehen und das so geht man auch nicht miteinander um, wenn man frisch verliebt ist. Ja. Und dann auch eine andere Sache noch irgendwie, dass sie halt sagt, dass sie sich später mal vorstellen könnte, wenn sie dann mal verheiratet ist, dass sie getrennte Wohnungen oder dergleichen sich dann wünscht, dass man auch irgendwie jeder seinen Bereich hat. Und da habe ich ihr auch schon zugesagt, dass ich das halt nicht könnte. Matthias, aber das ist ja erstmal Schnee von übermorgen. Ja, ja. Ne? Nur klärt erstmal euer Verhältnis, was jetzt zwischen euch ist, wie ihr vielleicht in 5 oder 6 Jahren lebt. Das ist jetzt kein Thema. Und sie soll dir auch wirklich erklären, was mit dem anderen Freund ist. Du musst den Mund aufmachen und wirklich dein Unwohlsein aussprechen. Ja, und das ist das Problem, dass ich halt Angst habe, sie zu verlieren. Na gut, ja. Matthias, aber was bringt es, eine Frau zu haben, einen Partner zu haben, mit dem man immer unsicherer ist und letztendlich dann auch immer unglücklicher wird? Das bringt es ja auch nicht. Ja, da hast du schon recht. Dann lieber gleich die Wahrheit und sich dann auf die Wahrheit einstellen, als zu lange zaudern. Ja, das Problem ist halt, dass ich halt, ja, also ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Scheiße erlebt in Beziehungen und dass mich das ziemlich arg mitnehmen würde. Ist mir klar. Aber das andere würde dich noch mehr mitnehmen, wenn die ein Spielchen mit dir treiben würde und wenn du immer mehr unsicher würdest und das Ganze immer ungewisser würde. Da musst du jetzt durch, du musst sie ansprechen. Vielleicht löst sich ja alles auf und ihr habt wirklich eine gute Beziehung, dann wirklich. Oder es kommt irgendetwas raus und dann weißt du aber auch, woran du bist. Ja. So, kein Aber jetzt. Du redest mit der Frau, okay? Ja. Und beißt die Zähne zusammen und lässt dich auch nicht so abfertigen, wenn sie nicht klar antwortet. Bestehe auf eine klare Antwort oder auf klare Antworten, okay? Ja, ich werde es versuchen. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 1:34 und 56 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause.
1.35 Uhr, 39 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Anruferin, Severin. Hallo Domian. Ja, 19 Jahre alt. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Und zwar, ich bin schwanger. Freuen wir uns darüber oder bist du... Weiß ich nicht. Und zwar geht's darum, es war drauf angelegt, mein Freund und ich. Mhm. So. Mhm. Jetzt ist aber überlegen, ob abtreiben oder nicht. Warum? Es war angelegt? Also es war eine Wunschzeugung, kann man ja so sagen? Es ist das zweite jetzt von uns dann, ne? Achso, ihr habt schon ein Kind? Ja. Ist 3 Jahre jetzt fast alt im September. 3 Jahre? Hast du aber früh angefangen? Ja. Mit 16 Jahren. Und das ist derselbe Vater wie jetzt auch? Ja. Wie alt ist der? Er wird jetzt 25, der Papa. Warum ein zweites Kind? Frag mich nicht. Irgendwo haben wir uns gewünscht, weil der Kleine halt auch nicht so einen großen Altersunterschied zwischen den Geschwistern haben soll. Und ja. Aber jetzt bist du gar nicht so glücklich damit. Nee, weil er halt im Überlegen ist. Wer ist im Überlegen? Dein Freund? Ja. Ob oder ob nicht? Richtig. Ach so, also von ihm gehen jetzt die Zweifel aus? Ja. Anfänglich war er dafür und hat gesagt, okay. Richtig. Und jetzt? Und seit heute sagt er, das weiß ich nicht. In der wievielten Woche bist du? Noch frisch, 5. Ganz frisch? Mhm. Ja. Was denkst du denn? Ich würde es gerne haben. Mhm. Aber warum ist er jetzt plötzlich... Ich kann es mir nicht erklären, Domian. Ich kann es mir echt nicht erklären. Hat es dich sehr erstaunt, dass er das so gesagt hat jetzt? Ja. Ja. Erschüttert fast schon? Ja. Ja. Ich bin am Zittern, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sitze hier und bin fertig. Aber er muss es doch jetzt irgendwie begründen auch, wenn er wenn er so etwas ausdrückt und nach dem, was geschehen ist. Er weiß nicht, ob es richtig ist und er weiß nicht, ob wir es schaffen würden. Aber über sowas sollte man sich ja vorher Gedanken machen. Sicher, das denke ich mir auch, deswegen verstehe ich es ja nicht. Würdet ihr es denn schaffen? Ich von mir selber aus ja, weil ich habe den Kleinen auch 1,5 Jahre groß gekriegt, weil er auch die Biege gemacht hat. Mhm. Da hat er die Biege gemacht? Mhm. Hat mich damals auch sitzen lassen mit dem Kleinen. Wie lange? 1,5 Jahre und wollte dann noch einen Vaterschaftstest haben, weil ich ja angeblich fremdgegangen bin und all solche Sachen. Achso, ich dachte, nach 1,5 Jahren hätte er die Wiege gemacht. Er hat direkt, als dass der Kleine geboren wurde, ist er abgehauen. Vorher schon. Vorher schon. Hm. Und ist dann aber trotzdem zu euch gekommen und hat sich denn das so richtig eingependelt oder war es immer problematisch, die Beziehung? Also die 1,5 Jahre haben wir nur telefonischen Kontakt gehabt und das war auch nur für die Freundschaft zwischen ihm und mir. Hm. Und danach? Ja, und dann irgendwie hat er mir dann kurz vor Weihnachten 2000 gebeißt. Ich glaube, dass er mich dann doch noch liebt und doch noch was von mir will. Mhm. Und ja, und irgendwo habe ich immer noch an ihm gehangen, vor allem auch schon wegen dem Kleinen. Mhm. Ich meine, jetzt ist es geschehen, aber dennoch, Severin, kann ich auch nicht so nachvollziehen, dass du dich darauf eingelassen hast. Du bist erst 19 Jahre alt, du hast schon ein Kind mit 16 bekommen. Das heißt, du hast schon eine ganze Menge hinter dir. Wahrscheinlich auch keine Ausbildung gemacht und nichts. Ich hatte eine angefangen, aber durch einen Arbeitsunfall aufhören müssen. Und das kannst du dir jetzt natürlich auch abschminken. Das stimmt. Ne? Dass man da überhaupt... Und wenn du auch noch... Wenn das ein unsicherer Kandidat ist, dein Freund, dass du dich dann überhaupt darauf eingelassen hast, verstehe ich nicht. Bis zum heutigen Tag war eigentlich alles klar. Bis zum heutigen Tag. Was war klar? Dass wir eigentlich ein zweites wollten. Bis heute dann halt rauskam, dass... Nein, ich sage ja was ganz anderes. Ich sage, mich wundert, dass du es überhaupt wolltest. Ich weiß es echt nicht. Ich habe mir auch eins gewünscht und so habe ich mir mein Leben auch nicht vorgestellt. Hm. Nur, wie gesagt, ich wollte auch gerne ein zweites. Hm. Gut, aber es ist nicht so wie, ich hätte gerne auch eine zweite Puppe, ne? Also, du weißt ja das selbst, ist klar. Du weißt ja nur selbst, was es bedeutet, ein Kind zu haben, ne? Richtig. Und es ist nicht einfach. Das weiß ich selber. Ist es denn, hat das jetzt dein Gefühl für ihn so irritiert, dass du gar nicht vorstellen kannst, mit dem weiterzuleben? Ich denke mal, sollte er wirklich sagen, ich meine, er hat mich ja schon indirekt vor die Entscheidung gestellt, ja oder nein, entweder oder. Mhm. Ich weiß es nicht. Sollte er, vielleicht ist es auch nur heute der Schock oder die Freude, ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Wenn sich nichts ändern sollte, ich weiß nicht, was ich tun würde. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Wobei... Was das Kind anbelangt, du ja eigentlich schon klar bist, ne? Du wirst das Kind haben. Ja, weil ich eigentlich in dem Sinne sehe, ich lege es nicht erst drauf an und mache es dann weg, nur weil es dann nicht passt. Mm. Ja, das ist eine absolut richtige Einstellung, das sehe ich auch so. Wenn, dann, wie gesagt, muss man vorher strenger denken. Ja.
ich sag mal so, ich hätte auch kein Problem gehabt, damit weiter zu verhüten. Also nur dann hätte er auch mal was sagen sollen. Wie ist das denn so kohlemäßig bei euch? Kriegt ihr das denn auf die Reihe oder braucht ihr Unterstützung auch von draußen? Nee, also das würden wir hinkriegen. Das kriegt er hin. Hat er einen Job? Ja. Und er verdient normales Geld? Ja. Ja. Also ich finde auch sehr, sehr, ich kann mir gut vorstellen, dass du einen richtigen Schock hast, weil er so reagiert, ne? Wenn man vorher so eine Vereinbarung trifft und sich einigt quasi darauf. Richtig. Wir wollen ein Kind und dann sagt er dir sowas. Das gibt dicke Risse im Vertrauensverhältnis, ne? Zwischen euch beiden. Das ist auch, also wie gesagt, ich weiß nicht, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, er überrascht dich ja jetzt ein zweites Mal quasi, ne? Insofern ist es vielleicht auch gar nicht so eine große Überraschung. Er hat dich ja schon mal sitzen lassen mit dem ersten Kind. Das stimmt nur. Ich habe irgendwo gedacht, vielleicht hat er sich ja geändert. Mhm. Weil damals war die Begründung, er fühlt sich noch nicht reif genug für die Verantwortung. Ja, und er ist ja nun auch nicht mehr der ganz Junge, ne? Mit 25. Also wollen wir mal hoffen, dass das jetzt erstmal so eine spontane, vielleicht so eine Panikreaktion ist. Ich möchte es hoffen. Weil ich weiß nicht, wie ich sonst reagieren würde. Ich habe es einmal alleine hingekriegt, aber es war mit einem Kind. Da habe ich die familiäre Unterstützung gehabt. Aber ob ich es jetzt noch ein zweites Mal habe, das weiß ich nicht. Redet in Ruhe die nächsten Tage miteinander. Ich denke auch mal lieber ein bisschen Zeit erstmal drüber laufen lassen. Ja, vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn du jetzt mal einen Tag mal nichts sagst. Und das ist aber dann schwer. Ja, ist schwer. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch wirklich verstehen. Also nehmen wir mal den schlimmsten Fall. Das wäre die Trennung von ihm und du versuchst, das Kind irgendwie alleine durchzukriegen. Ja. Abtreibung ist nicht angesagt für dich. Nein. Das ist für mich reinster Mord. Ja, vor allen Dingen in dieser schrecklichen, absurden Situation. Ihr habt es darauf angelegt, wie du gerade gesagt hast. Richtig. Ne? Und es dann ich bin noch keine Babyfabrik oder sonst was. Und zur Adoption freigeben könnte ich auch nicht, weil, weiß ich nicht. Ich würde es nie wiedersehen und hätte tierische Probleme, wieder in Kontakt zu treten damit. Also ich finde das auch äußerst enttäuschend, das Verhalten deines Freundes. Und das solltest du ihm vielleicht auch versuchen, in sachlicher Form klarzumachen, dass man so nicht sich verhalten kann. Das ist ja eine ganz gravierende Entscheidung. Hier geht es ja nicht um einen Autokauf oder so, den man dann wieder rückgängig machen kann. Ne? Richtig. Und ihr beide habt es gemeinsam beschlossen und nun müsstet ihr es auch eigentlich gemeinsam durchziehen und er müsste auch dazu stehen und dir auch helfen und dabei behilflich sein bei der ganzen Sache. Das musst du ihm sehr sachlich klar machen und versuch nicht so aggressiv zu sein oder damit ihr nicht streitet, sondern dass es wirklich auch richtig rüberkommt. Es ist aber schwer, ja, ruhig dabei zu bleiben. Es ist wirklich unheimlich schwer. Bestünde die Möglichkeit, für mich mit ihm zu reden? Wenn er oben noch wach ist. Nein, ja, vielleicht nicht heute. Das, was wir vielleicht morgen machen können. Ja. Ja? Das würde gehen, ja. Das fände ich nicht schlecht. Dann pass mal auf, wir machen Folgendes. Wenn wir jetzt das Gespräch beendet haben, ruft dich meine Redaktion nochmal an. Ja. Und dann vereinbart ihr das, wie wir das morgen machen. Und dann rede ich morgen mit deinem Freund nochmal. Ja. Ja, das ist machen wir. Ist in Ordnung. Okay, Severin. Gut, Domian. Alles Gute. Tschüss. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Daniela. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Daniela, 19 Jahre alt. Genau. Hallo. Hi, also mein Thema ist, ich habe mich verliebt in einen Ausländer, aber ich bin eigentlich gegen Ausländer, meine Eltern auch. Was ist das denn für ein blöder Spruch, ich bin gegen Ausländer? Ja, meine Eltern sind gegen Ausländer, also mein Vater und meine Mutter haben mich auch so erzogen, seit 19 Jahren. Also das heißt, ich durfte keine ausländischen Freunde mit nach Hause nehmen. In der Schule. So also ganz grundsätzlich, egal was für ein Mensch dahinter steckt, Hauptsache egal. Ausländer und das ist dann scheiße. So, so haben die dich erzogen. Ja, also tolle Erziehung. Ja, ich durfte ihn niemals kennenlernen. Ist egal. Und wenn er wirklich super nett war, ich am besten dann vorbeigehen. Was sind denn Ausländer für deine Eltern? Ne? Ausländer sind die Menschen, die keine Deutschen sind. Ah, also könnte auch ein Holländer sein, das wäre auch ein Ausländer. Oder ein Franzose oder ein Schweizer, ein Schweizer auch oder so. Ja, Ja, und Fraktion Hardcore, ne? Ja, und dementsprechend habe ich dann natürlich auch meine Freunde, die dann auch halt so die Eltern oder die Einstellung haben halt gegen Ausländer. Ja, und von daher habe ich auch bis jetzt noch keinen ausländischen Freund gehabt, also jetzt auch nicht als Kollege, auch kein Mädchen. Jetzt hat diese Erziehung Gott sei Dank nicht gefruchtet. Und du hast dich verliebt in einen ausländischen Jungen. Ja, ich glaube nicht. Also woher kommt der Junge? Oder die Familie? Aus Marokko. Aus Marokko. Ja.
Also bis jetzt habe ich es eigentlich gut geschafft, so keinen Aufschlag kennenzulernen oder was heißt, kein, ja, also ich bin wirklich dran vorbeigegangen, aber dann ungefähr vor einem Monat war ich dann halt mal alleine mit meiner Schwester feiern und der arbeitet halt in einer Diskothek und ja, ich saß dann halt in der Bar da und der hat mich halt die ganze Zeit angeguckt. Ich habe wirklich versucht, einen bösen Blick zu machen, aber es hat alles nicht so geklappt. Und er kam dann halt rüber und meinte so zu mir, ja, wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich jetzt tot. Und dann habe ich mich halt nur wirklich stur umgedreht und dann meinte so, ja, okay, dann lass dich jetzt in Ruhe und ging dann halt. Das hat mich halt total gestört. Und habe dann auch wirklich halt zurückgeguckt. Ja, und nachher kam man halt irgendwie ins Gespräch, weil er mich da noch nie gesehen hat und wir haben es total super verstanden und ich habe alles irgendwie vergessen. So, was meine Eltern gesagt haben, auch meine Freunde. Ja, und dann haben wir uns halt auch, oder seitdem treffen wir uns heimlich auch. Wie lange läuft das schon? Ja, jetzt bald einen Monat. Einen Monat? Ja. Aber ganz heimlich? Ganz heimlich. Also bei mir in der Stadt treffen wir uns überhaupt nicht, weil ich halt super viele Leute kenne. Ich wohne direkt in der Stadtmitte. Wer weiß das denn, wer weiß das jetzt überhaupt? Meine Schwester. Die Schwester. Das. Aber nur halt, weil sie dabei war. Und die Schwester ist älter oder jünger als du? Die ist 2 Jahre jünger als ich. Und wie nimmt die das hin? Steht die mehr auf deiner Seite oder auf der Seite der Eltern? Sie steht auf meiner Seite und wird sie mich verraten, aber die gibt mir schon den Rat, dass ich halt die Beziehung oder die Freundschaft aufgeben sollte, weil ich hätte auch vor ein paar Tagen halt so versucht, mit meiner Mutter darüber zu reden. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich ihn ausländer kennengelernt habe, aber halt so ein bisschen nachgeforscht und dann hat sie halt direkt komisch geguckt und meinte so, ja, hast du einen Ausländer kennengelernt? Ich sag nein. Und dann meinte sie so zu mir, ja, dann wäre auch die Tür bei mir zu. Also die lässt sie mich gar nicht sich mit sich reden. Sag mal, also, wie ist denn diese Erziehung eigentlich gelaufen? Wie haben die das denn begründet? Warum Ausländer an sich und überhaupt und ganz generell schlechte Menschen sind? Ich glaube, einen richtigen Grund haben die mir nie gegeben. Es war halt, die haben halt gesagt, Ausländer sind auf Deutsch gesagt scheiße und passen nicht zu uns. Sie haben verschiedene Religion, Kultur und so soll es auch bleiben. Also das so, sagen sie immer. So bist du Gehirn gewaschen worden quasi von klein auf. Genau. Was wählen deine Eltern, weißt du das? Bitte? Was wählen deine Eltern, weißt du das? Das weiß ich nicht. Würde mich aber sehr interessieren. Keine Ahnung. Aber dann also sehr, sehr, sehr konservative Leute. Oh ja, ich sag ja, so sind die total locker und also zu meinen Freunden, zu meinen deutschen Freunden, also total super, also sind super nett, aber ich sag, sobald irgendwie ein Ausländer oder es muss nur was im Fernsehen sein, in einer blöden Talkshow, die rasten förmlich aus. Fahren die denn ins Ausland in Urlaub oder machen Nein, die? Nein, auch nicht. Also, die bleiben schön in Deutschland. Und ich darf maximaler auch. Österreich vielleicht noch und das war's dann. Ja, so ungefähr. Ja. Also wirklich ganz streng dagegen. Du lebst zu Hause? Daraus, das habe ich gerade gehört. Ja. Du bist noch Schülerin. Ja, ich mache mein Abi. Wann machst du dein Abi? Bitte? Wann machst du dein Abi? Ich bin dran am Abi. Ach, du bist dabei jetzt. Ja, ich bin in der 12. Klasse schon. Und was sind deine Pläne, danach zu machen? Danach weiß ich noch nicht. Ich wollte studieren oder schauen wir mal. Also 12. Klasse jetzt, heißt ja, dass das Abi dann nächstes Jahr erst macht. Nächstes Jahr habe ich fertig, ja. Daniela, du erzählst das so locker. Ich finde das richtig schlimm, was du da berichtest aus deinem Elternhaus. Richtig schlimm. Hast ja, du nicht? Du scheinst ja jetzt doch eher anders drauf zu kommen oder anders drauf zu sein. Hast du nicht erstmal auch einen richtigen Zorn auf deine Eltern, wie die dich erzogen haben und was für eine Weltanschauung die vertreten? Ich sag mal, bevor ich diesen Jungen kennengelernt habe, nicht, weil ich nicht anders kannte. Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber du bist doch konfrontiert worden, auch in der Schule oder durch Medien, dass man auch wirklich nun ganz anders mit Menschen und Mitmenschen umgehen sollte und umgeht. Ja, ja schon, aber ich habe halt, ich weiß, direkt Abstand genommen weil mir von Anfang an wirklich gesagt wurde, deutsche Freunde und keine Ausländer und so war es dann auch. So richtig gemerkt habe ich jetzt wirklich erst nach einem Monat so, wo ich diesen Jungen kennengelernt habe, weil ich habe vorher... Ja. Keine festen Beziehungen gehabt. Noch eine Frage, noch eine Frage zu den Eltern. Sind die religiös organisiert irgendwo? Ja, also evangelisch sind die. Evangelisch sind die. Ja, und gehen jeden Sonntag auch in eine Kirche und sowas alles. Also, aber ich auch nicht. Ich finde, dass du dich mit Vehemenz, aber wirklich, du bist eine 19-jährige junge Frau, du bist ja erwachsen. Du bist ja kein kleines Mädchen. Nee. Mit Vehemenz gegen deine Eltern stellen solltest. Aber wirklich, du... Weil das ist so unglaublich, was du da erzählst. Ja, aber du sagst das so leicht. Ich weiß. Brauchst du mir nicht erklären. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß wirklich, was das bedeutet. Ich habe es umgekehrt ja nur auch schon oft gehört, dass
dass mich Jugendliche oder junge Leute aus ausländischen Familien angerufen haben, völlig verzweifelt, und die sagten, ich habe eine deutsche Freundin, meine Eltern wollen das nicht. Das regt mich ja genauso auf. In diesem Fall sage ich genau dasselbe. Du musst dich in diesem Fall wirklich gegen deine Eltern stellen. Und das müssen die verdammt nochmal kapieren, dass du eine vollkommen andere Auffassung hast und dass du eine bessere Auffassung hast. Nämlich eine menschlichere Auffassung. Ja, aber ich hab davor Angst, wirklich, wenn ich denn, ich glaube, ich hätte mal ein Problem, mich vor denen zu stellen, weil die wissen schon, dass ich nicht ganz so denke wie sie. Mhm. Auch wenn meine Freunde auch so denken wie meine Eltern. Mhm. Aber ich halte mich meistens immer zurück. Mhm. So. Ich bin zwar dabei, aber bin halt immer im Hintergrund. Mhm. Aber ich habe halt Angst davor, wirklich, dass, wenn ich sage, hey Leute, ich habe mich im Ausländer verliebt, und es geht dann schief, weil dann haben sie recht. Nee, dann haben sie immer noch nicht recht. Es kann mit einem Ausländer genauso schief gehen wie mit einem Deutschen. Hier geht es ja ums Grundsätzliche. Dann wird auch eine Diskussion wahrscheinlich aufbrechen zwischen dir und deinen Eltern, dass man so eben nicht mit Menschen umgehen kann und dass das nur allem widerspricht von Respekt anderen Menschen gegenüber und der Menschenwürde gegenüber. Und ich glaube und denke einfach, dass man als junger Mensch dann auch sich losnabeln muss von zu Hause und auch so einen Kampf ausfechten muss gegen die Eltern. Wenn man selbst auch einsieht, dass das richtiger Mist ist, den die da verzapft haben oder wie die einen erzogen haben. Denn so entstehen natürlich alle Ressentiments und so entsteht Rassismus, so entsteht Gewalt. Und das ist ja mit nichts zu begründen, was die da mit euch gemacht haben. Das ist ja finsterstes Mittelalter, nein, nicht mehr Mittelalter, es ist einfach nur bescheuert. Nur bescheuert, es gibt gar keinen anderen Ausdruck dafür. Ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das da vorstellen kann und denen das sagen. Das ist natürlich sehr schwierig für dich, weil du du wohnst bei denen und... Ja. Aber ficht es aus, das Ganze. Ich kann dir gar nichts anderes sagen. Und ich bin nicht der Auffassung deiner jungen Schwester. Das würde nämlich bedeuten, dass du dich wieder beugst vor deinen Eltern. Streit mit denen. Ja, wenn ich dadurch verliere, aber dann denke ich mir, ob es das wert ist. Finde ich schon. Ich sage das in diesem Fall hier so radikal. Ich finde es schon. Das ist so menschenverachtend, wie die euch Kinder erzogen haben. Und man kann nur von Glück reden, dass du ganz anders drauf kommst und deine Schwester offenbar auch, dass ihr das nicht mitmacht. Dann verlierst du sie vielleicht für eine gewisse Zeit. Wollen wir hoffen, dass die Liebe zu den Kindern irgendwann doch größer ist und dass sie sich euch dann wieder annähern oder dir annähern. Mhm. Naja. Steh zu deinem Freund. Wenn du, wir haben gar nicht groß jetzt über die Beziehung geredet. Ist es denn für dich schon eine große Liebe und magst du ihn sehr? Oh ja, doch. Also ich sag ja, davor habe ich zwei Beziehungen gehabt, aber ich bin nicht so der Mensch, der sagt, ich liebe dich. Mhm. Aber bei ihm würde ich sagen wir so, also wir verstehen total, so kann ich mich bis jetzt noch keinen Deutschen verstanden, wie ich mich mit ihm verstehe. Also der ist super nett zu mir, hört mir zu, der ist für mich da und ich ist halt ganz, ganz anders so. Sag es deinen Eltern. Sag deinen Eltern, das ist dein Leben. Du kannst nicht darauf bestehen, ihn mit nach Hause zu bringen. Es ist ihr Haus, ihre Wohnung, da haben sie das Recht. Aber sie haben nicht das Recht, in dein Leben hineinzufuschen, in deine Weltanschauung auch, in deinen Empfinden und Denken. Ja. Und wenn es noch so schwer ist. Ja, ist es auch. Ja, glaube ich. Und wenn es schief geht, wie gesagt, das ist nicht der Ausländer schuld, sondern der Mensch schuld, der dahinter steckt. Mhm. Ne? Alles Gute. Ja, okay, danke. Und viel Power, aber volle Kanne. Ja, danke. Wiederhören. Okay, tschüss. Markus, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, Markus. Um was geht's? Ja, ich möchte dir was über eine Fernbeziehung erzählen. Ich habe letztes Jahr im Mai meine Traumfrau durch einen ganz, ganz dummen Zufall kennengelernt. Es fing damit an, dass ich abends zu Hause gesessen habe, meinen Vater anrufen wollte auf dem Handy und eine falsche Nummer gewählt habe und auf einmal eine Frauenstimme am Telefon war, wo ich vor Schreck aufgelegt habe. Diese Telefonnummer rief mich dann zurück. Ich bin vor Schreck nicht drangegangen. Woher wusste die deine Nummer? Ich hatte sie drin gelassen im Handy. Ach so. Ja. Dann ging es weiter, dass sie mir geschrieben hatte, wer bist du? Moment, die hat dich dann zurückgerufen und was hast du da gesagt? Gar nichts, ich bin einfach absolut nicht drangegangen. Ach so, du bist überhaupt gar nicht angegangen? Ja, genau. Ach so, ich verstehe. Aber warum so ängstlich? Man kann doch sagen, okay, hab mich vertan oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich habe noch mit meiner Frau zusammen gewohnt, zwar schon in Trennung. Ach so.
Aber jedenfalls, also ich bin nicht rangegangen. Mhm. Und ja, jedenfalls kam von ihr eine Mail. Wer bist du? Du hast mich gerade angerufen, ich kenne deine Nummer nicht. Da habe ich dann ihr zurückgeschrieben, mutig wie ich war. tut mir leid, ich habe mich in der Nummer vertan. Mhm. Ende. War die aber hartnäckig, ne? Dass sie sich dann noch immer wieder gemeldet hat bei dir. Ja, also jedenfalls dachte ich, damit wäre es dann auch gegessen eigentlich. Mhm. Aber dann kam direkt wieder eine Mail von ihr. Von wegen, woher kommst du? Und. Ja, wir haben bis 2:30 die Nacht gemailt. Mhm. Wussten dann schon eigentlich ziemlich viel voneinander, dass wir beide in Trennung leben. Sie ist 29, hat 3 Kinder, lebte auch noch zu dem Zeitpunkt mit ihrem Mann zusammen in einer Wohnung. Ja, dann sind wir irgendwann eingeschlafen. Mhm. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Ich konnte es nicht lassen, habe ihr einen guten Morgen gewünscht und so ging es dann erstmal über 2-3 Wochen. Mhm. Es wurden also Mails verballert. Also keine Telefonate, sondern alles gesimst? Nein, nur alles über SMS. Mhm. Dann kam es zum ersten Telefonat. Mhm. Wir haben uns während der ganzen Zeit des Mails haben wir uns dermaßen verstanden. Eine Vertrautheit kam da auf. Mhm. Also sie hat mir von ihrem Leben erzählt, ich von meinem, was ich durchgemacht habe, sie von ihrem. Da kam eine Sympathie und eine Vertrautheit hoch, dass wir unsere Stimmen halt hören wollten. Ja. Ja, die Stimme hat es dann natürlich auch direkt schon gemacht. Wir haben aufgelegt nach einer Stunde telefonieren und direkt die nächste Mail kam, deine Stimme ist süß und jetzt muss ich noch mehr an dich denken. Da hat sie kurzerhand Da müsst ihr euch ja sehr, sehr viele Simse geschickt haben, ne, in der Zeit. Das waren im Monat, also ich will nicht lügen, bestimmt 500 bis 700 SMS. Wie teuer ist sowas? 500? Ich hatte damals einen Vertrag, den haben sie mir dann gesperrt, weil das Limit dann da auch schon erreicht war. Ja, also eine ganze Menge. Wir müssen uns mal ein bisschen kurz fassen jetzt, Markus, weil die Sendung gleich zu Ende geht. Also ich schließe mal daraus, dass da eine ganz dolle Nummer rausgeworden ist, große Liebe. Richtig. Aufgrund eines ganz verrückten Zufalles, ne? Das ist wahr. Und, ihr wohnt sehr weit auseinander. Genau, sie kommt aus Bayern und ich komme aus dem Westerwald. Das sind also Luftlinie 530 Kilometer. Ja, ja. Und wir haben uns halt zwischendurch getroffen, auf halber Strecke in einem Hotel. Mhm. Und jetzt ist es soweit, dass ich in den nächsten 1-2 Monaten runterziehen will. Wie lange habt ihr denn jetzt so ein bisschen getuchtelt miteinander, sprich euch in Hotels getroffen? Wie viele Wochen? Oh, um Gottes Willen, also das läuft jetzt seit dem 10. Mai letzten Jahres. Ach so, das ist dann doch eine längere Zeit. Mhm. Jawohl. Und jetzt also, willst du richtig zu ihr ziehen? Ja, das ist meine Traumfrau. Das ist deine richtig. Sie ist damals hochgekommen zu mir. Nur um mich für 3 Stunden mal Kaffee trinken zu sehen, sie ist 4 Stunden hochgefahren zu mir und da hat es dann noch mehr eingeschlagen. Markus, habt ihr denn schon mal so ein bisschen getestet? Wart ihr mal eine Weile zusammen? Seid ihr mal in Urlaub gefahren oder so? Nein, das Längste, wo wir uns gesehen haben, war 4 Tage am Stück. Und jetzt gleich zu ihr ziehen? Ja. In ihre Wohnung oder sucht ihr gemeinsam eine Wohnung? Nein, also ich nehme mir da wahrscheinlich eine kleine Wohnung. Ach so, ja, das ist auch okay. Mhm. Richtig. Und du kommst auch aus dem Westerwald raus, das heißt, du hast da keine festen Verpflichtungen, keinen Job oder sowas? Nein, ich komme schon runter. Ich habe zwar hier oben einen Sohn, aber... Und was arbeitest du? Was arbeitest du dann in Bayern? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch nicht? Nein, also ist schon ein Risikounternehmen, das Ganze. Ja, aber für diese Frau würde ich das alles auf mich nehmen. Ja, das ist ein Wort für eine große Liebe, in der Tat. Dann wünsche ich dir für den Umzug alles Gute und natürlich noch viel mehr für die Zeit mit dieser Frau und dass ihr wirklich eine tolle Liebe miteinander haben werdet. Domian, darf ich noch 2 Worte sagen, weil ich weiß, dass ihr... Super schnell, es ist gleich vorbei, super schnell. Michaela, ich liebe dich und ich möchte damit beweisen, dass ich alles dafür tun werde, um uns eine Zukunft aufzubauen. Perfekt. Alles klar. Domian. Markus, mach's gut. So. Toll, toll, toll. Tschüss. Danke. In der Technik, Leo Scholten. Morgen nur im Radio und im Fernsehen sind wir wieder in der Nacht vom 8. auf 9. April. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.